Hallo und willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Bevor ich das nächste Kochvideo mache, bin ich heute zum Markt in Dannenberg gefahren. Und weil ich da ein paar ganz interessante und seltene Sachen, die ich nicht kannte, bekommen habe, möchte ich euch heute diese Sachen mal vorstellen und gehe gleich noch näher auf die Spezialitäten ein. Ich fange mal hier beim Käse an. Das ist ein gutes Stück Bio-Appenzeller. Appenzeller wird ja in der Schweiz schon seit mehr als 700 Jahren hergestellt. Es handelt sich hier um einen Rohmilchkäse, der richtig kräftig schmeckt, weil er mindestens 3 Monate mit einem Kräutersulz bestrichen wird. Das zieht dann ein und gibt diesem Käse diesen unverwechselbaren Geschmack. Hier habe ich einen geräucherten Mozzarella bekommen. Der sieht auch wunderbar aus, der hat mich angelacht. Und ich bin mal gespannt, was ich daraus machen werde. Das hier ist ein kleines Stück Parmigiano Reggiano. Den habe ich mir aber von einem ganz großen Stück rausschneiden lassen. Und das hat man relativ selten. Da ist er natürlich super saftig und richtig gut. Parmesankäse kennt ja jeder. Es gibt aber noch eine zweite Sorte, Grana Padano. Wie der Name schon sagt, der ist etwas grobkörniger und nicht so fein. Hier geht es weiter. Das ist von einem Biohof. Ein Entenschlegel, eine Entenkeule und eine Entenbrust. Die werde ich wahrscheinlich noch räuchern und noch veredeln und noch würziger machen. Hier gibt es ein paar frische Feigen, einen Granatapfel und hier eine Pilzauswahl. Da sind Pfifferlinge dabei, Kräuter, Seitlinge sind dabei und auch ein paar Zuchtchampignons. Hier im Hintergrund sind frische Bohnen und das dazugehörige Bohnenkraut. Das wird auch ein tolles Gericht werden, wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Entenbrust. Das ist eine Apfelsorte, die ich auch noch nicht kannte. Sie nennt sich Prinz Albrecht von Preußen. Sie ist nach dem Bruder Kaiser Wilhelms I. benannt und schmeckt erfrischend, süß, säuerlich, aromatisch. Das ist frischer Kurkuma. Den kannte ich also auch noch nicht. Und Kurkuma, das wissen ja alle, das ist ein Hauptbestandteil von der Gewürzmischung Curry. Aber frischen Kurkuma hatte ich auch noch nicht. Der schmeckt leicht bitter, aber nussig. Die Schale kann man einfach mit dem Messer abreiben. Und das wird dann später zu einem exotischen Kokosgericht verarbeitet. Und was hier auch ganz interessant ist, sind diese Kartoffeln, die kannte ich auch noch nicht. Das sind die sogenannten Bamberger Hörnle. Die sind festkochend. Die wurden schon 1854 zum ersten Mal beurkundet. Eignen sich zum Beispiel für Rosmarinkartoffeln, aber eben auch für einen Eintopf. Ich weiß noch nicht genau, welche Lebensmittel, wann, wie und wo es in mein nächstes Video oder in meine nächsten Videos schaffen. Ich wollte euch auf jeden Fall diese Lebensmittel mal zeigen, für die ich ungefähr 70 Euro ausgegeben habe. Für mich waren ein paar Sachen neu, da habe ich wieder was gelernt und bin schon ganz gespannt, wenn ich die verarbeite. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.